Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute und wahrscheinlich auch nur heute, weil es nicht viel mehr hergibt, den Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Ja, okay, ganz kurz zur Vorgeschichte. Eventuell wisst ihr es ja, ihr informierten Leute da draußen und so. Vergangene Woche gab es die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, kurz die E3, mal wieder. Die führenden Spielehersteller dieser Welt haben irgendwelche tollen Dinge vorgestellt, die irgendwann jetzt bei Zeiten in Zukunft erscheinen werden. Und bei der Sony-Pressekonferenz wurde schließlich auch ein neues Resident Evil angeteased. Und ja, dazu gibt es eben noch eine kleine Demo, die man sich dann eben herunterladen kann, wenn man zufälligerweise PlayStation Plus Mitglied ist und eben auch über eine PlayStation 4 verfügt. Und ja, diesen Teaser, den gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich denn bitteschön Resident Evil 7 so bewegen wird. Da kann man ja schon auf eine gewisse Art und Weise gespannt sein. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Demo bisher noch nicht angesehen bei irgendjemand anderem oder so. Ich weiß trotzdem, in was für eine ungefähre Richtung das Ganze jetzt gehen wird. In eine Testbildrichtung. Kitchen. Found within same house as seen in footage. Ja. Okay. Hi. Und so? Dieses Spiel befindet sich noch in Entwicklung. Einige Features funktionieren womöglich nicht und da war der Text zu schnell weg. Okay. Wird geladen. Es existieren keine Speicherdaten. Möchten Sie... Ja. Gut, man kann hier in diesem Spiel speichern, das ist schön. Ah, Sprachausgabe Englisch, Anzeigesprache... Ja, dann lassen wir es doch mal so. Die Helligkeit so anpassen, dass die... Ja, passt. Taste drücken. Wir lassen es jetzt erstmal auf uns zukommen. Kann ja später noch was dazu sagen. Resident Evil 7 Teaser. Beginning Hour. Entkommen Sie aus dem Haus. Wenn du das so sagst, dann werde ich das jetzt wohl und im Folgenden wohl auch tun. Was zunächst einmal auffällt, das ganze Spiel wird aus der Ego-Perspektive präsentiert, was ein absolutes Novum für die Resident Evil-Reihe darstellt, die ja entweder auf statische Kameraperspektiven gesetzt haben, bis einschließlich Code Veronica, oder eben mit der Über-der-Schulter-Perspektive gearbeitet haben, von Resident Evil 4 bis Resident Evil 6. Jetzt halt Ego-Perspektive, na gut. So, was haben wir hier? Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Wer ist sie? Auf der Rückseite steht nichts. Na gut, dann halt nicht. Hier scheint es ziemlich zugig zu sein oder so. Ich höre die ganze Zeit den Wind pfeifen. Und ich höre irgendwas rumoren. Was auch immer das sein mag. Aber gut. Das hier sind vielleicht die ehemaligen Bewohner des Hauses oder so. Kann ich eigentlich... Ah, mit dem Druck auf den rechten Stick kann ich mich ducken. Und ich frage mich gerade, das sind meine eigenen Schrittgeräusche, oder? Ich denke ja irgendwie schon. Gut. So, was haben wir hier? Wir haben ein Paket.
Wir haben einen lustigen kleinen Fernseher und einen Videorekorder. Sie haben keine Videokassette. Tja, natürlich nicht. Wir haben das Jahr 2016, Mann. Wenn überhaupt, hätte ich eine Blu-ray. Aber gut. So, lassen wir das für den Moment. Begeben uns hier in das Klavier und spielen ein bisschen Castlevania-Musik. Das heißt wohl nein. So, wie komme ich jetzt auf Castlevania-Musik? Dafür müsste mein Let's Play oder meine Stream-Aufnahmen zu Die Reise ins All kennen. Aber na gut. Was haben wir hier? Es fehlt eine Sicherung. Danger. Zweiter Stock. Treppen. Dritter Stock. Wie groß ist dieses Haus? Es wirkt so, als wären wir nicht alleine hier. Was zum Teufel ist das? Man weiß es nicht. Ich habe irgendwie Angst, weiterzugehen. Aber ich glaube, das soll so. Tür öffnen. Darfst du ruhig weiter öffnen. Danke. Warum haben wir nur so ein eingeschränktes Sichtfenster, wenn ich mal fragen darf? Das sieht irgendwie komisch aus. Als ob wir so... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir haben doch... Es existiert doch von irgendwoher Licht. Ich weiß nicht, ob wir eine Taschenlampe mit uns führen oder... Es sieht ja so ein bisschen danach aus, aber... Das ist für mich kein richtiger Taschenlampenlichtkegel, so wie wir das hier sehen. Vielleicht sehe ich das aber auch falsch. Gut. Diese Tür ist eindeutig zu. Hallo? Oh scheiße, das ist genau meine Art von Spiel. Ey. Ist perfekt, um die Krise zu bekommen. Was ist das denn? Irgendwelche Puppen oder so? Und vor allem fällt jetzt, glaube ich, schon in dem Moment irgendwie auf. Ich dachte zuerst, es wäre nur Tellerglas. Vor allem fällt jetzt in dem Moment schon auf, dass das zwar sehr gruselig ist, aber... Danke für den Schatteneinwurf. Aber das wirkt jetzt im ersten Moment nicht unbedingt wie ein Resident Evil. Mir fehlen ein bisschen die Zombies, wenn wir die Resident Evil Reihe der letzten Teile mal so vergleichen. Mir fehlt auch so ein bisschen der Raketenwerfer, mit dem ich mich ein bisschen sicherer fühle. Aber nun gut. Wow. Was war das? Bin ja sofort zusammengezuckt. Ey, das ist kein Spiel, das man mit dem Kopfhörer spielen sollte, ganz ehrlich. Ich bin so ein Schisser, was sowas angeht. Okay. Man könnte natürlich auch ein bisschen schneller hier durchgehen. Ich gehe mal so ein bisschen bedächtig hier durch. Weiß nicht genau, warum ich das tue. Es ist so in mir drin. Was ist es hier für eine verranzte Hütte? Warum muss man immer in irgendwelchen verranzten Hütten aufwachen? Warum können Menschen sich nicht um ihre Häuser kümmern? Ich verstehe das nicht. Gehen wir mit den Viechern weg. Was ist das für ein Geräusch? Wehe, wenn sich hier in diesem Haus irgendetwas mit mir zusammen durchbewegt. Ey, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Ja. Das hier ist nichts. Wenn jetzt gleich irgendetwas hinter mir steht oder so, ne, dann raste ich aus. So. Was ist das? Mach's weg, mach's weg, mach's weg, mach's weg. Ich will nie mehr. Oh Gott. So. Was ist das? Hallo Mikrowelle. Was wurde hier? Ich will's nicht wissen. Mit dem Licht selber verändert sich aber nichts, oder? Also mein Sichtkegel, der wird jetzt nicht auf einmal ein bisschen
kleiner oder so. Hoffe ich zumindest sehr. Er ist mit einer Kette verschlossen. Hier ist alles verschlossen in diesem Haus. Das ist irgendwie grässlich. Man soll doch annehmen, dass ich irgendwann irgendwo vielleicht auch mal etwas finde. Okay. Mehr Widerliches? Fragezeichen? Was ist das hier? Bolzenschneider. Zurück. Wow! Was zum Geier? Wo zum Geier? Warum? Wo kam die Puppe her? Warum habe ich den Bolzenschneider? X, okay, bewegen. Bolzenschneider. Okay. Was kann ich dann machen? Ich kann ihn mir angucken. Das ist cool. Das ist ein, ja, das ist ein Inventar. Kann ich Objekt benutzen? Objekt wegwerfen. Muss ich immer hier in das Inventar gehen, um dann so ein Item einzusetzen? Oder das wirkt zunächst so ein bisschen wie ein Kofferinventar oder so. Von den Steckplätzen her wirkt es natürlich sehr Resident Evil klassisch, also weil es nur so wenige sind. Und der olle Bolzenschneider nimmt gleich mal zwei Plätze weg. Das ist echt ein bisschen doof. Aber nun gut. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Ach nee. Damit konnte ich ja zum Glück fast überhaupt gar nicht rechnen. So, Bolzenschneider. Was kann ich denn mit dem Bolzenschneider tun? Frag ich mich. Hatten wir jetzt schon irgendetwas? Doch, Moment, da? Nee, das sind ja keine Ketten oder sowas. In dem Sinne. Doch! Zu verwenden ist. Und bitte. Einmal schnipp, schnapp. Kette ab. Und öffnen. Aha! Eine Videokassette! Also gibt's wirklich kein Blu-ray. Gut, dann halt nicht. Ja, dann muss ich wohl zwangsläufig wieder zurück in den Fernsehraum. Auch wenn ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Vor allem wäre es interessant zu wissen, was da oben ist. Aber irgendwie, es hörte sich ja die ganze Zeit so an. Wow. Was zum Geier? Es hörte sich ja die ganze Zeit so an, als wäre hier noch irgendjemand. Waren wir... Ach so, nee. Wow. Der Fernseher? Nein, nicht der Bolzenschneider. Und bitte. Derelict House, June 1. Dolby Haunted House, Rehearsal. What? Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Ah, ich darf mich jetzt bewegen. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ich bin anscheinend nur der Kameramann hier. Denn namenlose und unbedeutende Kameramann, der nichts sagen darf. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. Wenn es verschlossen ist, soll man vielleicht auch nicht reingehen. So, nur so ein Vermutung. Where are we in hell this time?
Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Boo, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nee. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ja, ja. Auch wenn ich so mal Bedenken hab. Okay, na gut. Und jetzt gehen wir ja in den Fernsehraum. What the fuck was that? Did you hear that? Wo wir unterm Strich aufgewacht waren. Andre? Where the fuck is he? Alles gut? Andre, where are you, man? Ich bleib ganz dicht bei dir. Bitte verschwinde nicht. What the hell? You gotta be fucking kidding me. Where's your boo? All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ja, warum gehst du? Ich verstehe nicht, warum wir da jetzt reingehen. Schöne Hinterperspektive. Warum arbeiten wir nur mit Männern zusammen? Ach, ist egal. What? You first. Nee. A nice hero shot of me coming down the ladder. Nee, nee. You first. Nö, nö. Du darfst ruhig. Also, nach dir, bitte. Das ist nicht dein Ernst. Andre kann nicht dort unten sein. Wie soll er das denn gemacht haben? Wir müssen hier weg. Und zwar schnell. Ach, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ja. Dop, die dop, die dop, die dop, die dop. Haben wir überhaupt welche geguckt, wo wir hier runterklettern? Nö. What do you see? What is it? Ich weiß noch nicht, was es ist. Kommst du runter? Warum bleibst du da oben? Ich mach der Puh. Und warum kann unser Protagonist nichts sagen? Andre? Hi? Oh, bitte nicht. Ey, ich hasse sowas. Andre? Andre? Scheiße. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern.
Mami? Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Kann ich? Warum auch immer man das tun wollen, also sollte. Ich verstehe es nicht, aber gut. Ja. Ich frage mich jetzt in dem Moment, ob wir wirklich noch der Kameramann jetzt hier sind? Oder ob wir der andere Typ jetzt gerade hier sind? Hintertürschlüssel. Die Leiter ist weg. Okay, das ist doch jetzt gut, oder? Das müsste doch jetzt bedeuten, dass wir theoretisch abhauen können. Mama! So bescheuert. Okay. Alles gut. Alles ist in Ordnung. Kein Problem. Ich werde jetzt einfach gehen. Einfach gehen. Ist doch in Ordnung, oder? Wenn ich jetzt abhaue. Ich meine, was soll schon sein? Gewissermaßen. Ist doch alles in Ordnung. Es wäre sicherlich sehr verlockend, einfach nochmal oben zu gucken. Aber irgendwie ist es auch sehr verlockend. Puh, Kakabaka! Einfach zu gehen. Es ist sehr verlockend, einfach zu gehen. Einfach zu gehen. Einfach zu gehen. Oh bitte. Oh bitte lass mich. Bitte lass mich. Bitte lass mich einfach gehen. Welcome to the family, son. Es war so klar. Es war so klar. We gotta get the hell out of here. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Die Familie erwartet Sie Frühjahr 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Oh Gott. Okay. Taste drücken. Resident Evil 7, beginning our... Ja, jetzt geht's einfach wieder von vorne los, oder was? Ich bin... Entkommen Sie aus dem Haus. Déjà vu. Okay. Es fängt jetzt wirklich einfach wieder von vorne an, oder? Ich denke ja irgendwie schon. Gut. Kann ich eigentlich... Nee, an dem Hebel kann man nicht ziehen, solange man es nicht auf der Videokassette gesehen hat. Okay, alles klar. Gut, ja, das war sehr interessant. Ja, eigentlich, allein aus rein investigativen Gründen müsste ich jetzt oben nochmal gucken gehen. Was eventuell zu sehen ist.
Wenn man die Treppe hochgeht, ne? Wahrscheinlich ist da sowieso nichts. Da wird mit ziemlicher Sicherheit nichts sein. Aber wir gehen jetzt halt trotzdem mal gucken. So. Nur der Vollständigkeit halber. Halt. Irgendwelche Schaufensterpuppen. Und was ist das eigentlich? Stairs. Irgendein Notknopf, den man hier drücken kann. Wofür? Verstehe ich nicht. Ja, und ansonsten sieht es hier sehr gemütlich aus. Aber irgendwie halt auch nicht. Und weiter nach oben geht es nicht. Im Endeffekt... Wo kommst du jetzt auf einmal her? Okay, das ist echt gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. ja. Gut, so. Interessant. Das war also der Resident Evil 7 Teaser, der wieder und wieder und wieder von vorne starten möchte und wir geben ihm keine Chance. Wow, also das ist so das ist genau die Art Spiel, die ich nicht lang spielen kann. Ich meine, da kommt so ziemlich alles zusammen, was ich bei Horrorspielen einfach beängstigend finde. Ego-Perspektive, man hat keine Waffe und alles ist halt so, ja, auf Psycho-Horror getrimmt. Das ist jetzt wirklich, also für mich ist das jetzt nicht wirklich Resident Evil, für mich könnte das irgendwie auch ein Silent Hill sein oder was auch immer. Also es geht schon sehr in die Richtung. Und, na gut, das Ganze ist jetzt natürlich nur ein Teaser. Man fragt sich jetzt sicherlich zu Recht, wie wird das fertige Spiel aussehen? Wird es genau so aussehen? Wird es vielleicht noch ein bisschen anders aussehen? Ich meine, wenn es den Namen Resident Evil trägt, es muss ja schon noch irgendwie ein bisschen vielleicht auch was mit Umbrella zu tun haben oder weiß der Teufel was, weil ansonsten müssten sie Resident Evil nicht fortsetzen. Dann können sie einfach ein komplett neues Spiel draus machen. So sehe ich das. Ich habe die PT-Demo damals nicht gespielt, also Silent Hills. Aber ich glaube, die soll auch so ähnlich gewesen sein von der Machart her. Und Capcom hat sich jetzt vielleicht einfach daran orientieren wollen, weil die Spieler es vielleicht so ein ganz klein bisschen auch gefordert haben und so. Es stand ja, glaube ich, immer so im Fokus, die Spieler wollen sich gruseln. Weitere Action-Abenteuer, so wie bei Resident Evil 5 oder 6, hätten sie natürlich machen können, aber vielleicht war ihnen das jetzt selber dann auch ein bisschen zu doll, zumal ja auch 5 und 6 durchaus sich diesbezüglich die ein oder andere Kritik anhören durften. Jetzt ist mit Resident Evil 7 halt mal wieder was komplett anderes, also komplett anders im Vergleich zu den vorherigen Resident Evil Teilen. Ich bin ja noch nicht sicher, ob das tatsächlich so, also... Okay, man kann sicherlich ein ganzes Spiel so durchziehen, so wie es jetzt eben gerade das war, aber das kann doch kein normaler Mensch spielen. nicht ohne mit viel Pausen und die ganze Zeit noch so einem Knuddelkuschelbären in der Hand, damit man irgendwie was zum Festhalten hat, wenn es einem schlecht geht. Also, ja. Na gut. Okay. Andere Leute sind da vielleicht ein bisschen hartgesotten als ich und die können das ohne Probleme so spielen und für die ist es vielleicht die Offenbarung schlechthin, aber ich denke mir so, holla die Waldfee. Und das Ganze vielleicht noch in Kombination mit einer VR-Brille oder so und da können, ja, nee, könnte mich hinterher ins Krankenhaus einliefern. Also, ganz ehrlich, das ist mir zu heftig. Gut, okay, ist ja aber auch so eine Frage, ne, was man gewohnt ist und wenn man es jetzt eben nochmal spielt und nochmal spielt und nochmal spielt, irgendwann nutzt sich das natürlich ab. Aber so im allerersten Moment, wenn man das dann eben so für sich genießen darf. Das ist schon heftig. Hui, jetzt muss ich erstmal runterkommen. Gut, war in jedem Fall interessant, das zu spielen. Danke Capcom für diesen netten kleinen Teaser. Ihr könnt das Ganze auch spielen oder herunterladen, kostenfrei, wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid. Und ich habe mir sagen lassen, die Demo kann in der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen variieren, beziehungsweise ja dann auch die ein oder andere
geisterhafte... Jetzt habe ich mich voll erschrocken, weil Wesker von links gekommen ist. Boah! Die Demo kann wohl an der einen oder anderen Stelle ein bisschen variieren. Je nachdem, wie man sich verhält oder wo man hinguckt oder so. Und da kann wohl auch die eine oder andere geisterhafte Erscheinung erscheinen. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Ist halt nur das, was ich so irgendwie ein bisschen gehört habe. So, jetzt versuche ich aber wirklich mal runterzukommen und ich beende das Video. Netter Teaser. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.